Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem kleinen, aber feinen Kanal. Meine kleinen süßen Genossinnen und alle anderen, die per Zufall oder Neugier auf dieses Video geklickt haben. Ihr habt heute eingeschaltet, ihr wollt wissen, was kann die Schwan, für was ist sie am besten geeignet, wie sollte man sie am besten perken und das Wichtigste ist, gegen welche Gegner ist diese Waffe effektiv. Und damit fangen wir an. Wer wie gesagt solche Videos nicht verpassen will, kann gerne ein Abo dalassen. Ja, wir schauen uns das heute mal an. Wie habe ich sie geperkt? Wie würde ich sie euch empfehlen? Hier könnt ihr sie einmal sehen. Das Element ist euch frei überlassen. Hierbei könnt ihr auf Energie gehen. Würde ich euch tatsächlich auch empfehlen. Wer, wie gesagt, von dieser Waffe nur eine besitzen sollte, sollte das auch dementsprechend durchziehen. Wir werden heute mit einer physischen Variante spielen. Und zwar diese hier. Ich möchte dennoch auch hier kurz die Perks erklären, warum ich die Perks hier so entsprechend ausgewählt habe. Und wir sprechen darüber, welche Perks könnt ihr entsprechend drauf machen. Schauen wir uns jetzt entsprechend an. Wir haben einmal Crit Schaden dabei. Den würde ich auch empfehlen mitzunehmen. Die Crit Wertung würde ich euch hier nicht empfehlen. Warum nicht? Denn dort, wo die Crit Wertung jetzt schon ist, die können wir uns einfach mal kurz anschauen, gibt es halt drei Perks, die nicht so relevant sind. Da würde ich euch wirklich die Crit Wertung mehr empfehlen. Das raufzumachen, denn Kopfschussschaden könnte man mitnehmen tatsächlich. Das werdet ihr auch noch im Gameplay sehen tatsächlich. Die Waffe hat so gut wie keinen Rückstoß, außer sie haben es entsprechend geändert. Aber ansonsten, ja, ist es hier schon, ja, braucht sie nicht unbedingt. Magazingröße ist auch nicht. 50 Kugeln reichen aus. Man merkt trotzdem im Gefecht, wenn man gegen die Höhlen fightet, man hat schon Probleme mit dem Magazin. Dennoch funktioniert das ganz gut, wenn man noch mit dem Helden-Setup spielt oder halt den Lightshow Spitfire dabei hat. Im Unterstützungsteam bekommt ihr einfach 15 Kugeln nochmal auf euer Magazin drauf. Das heißt, ihr lauft dann mit 65 Kugeln rum, was schon ordentlich ist. Und damit könnt ihr auch schon ganz gut was reißen. Ja, schauen wir uns jetzt entsprechend den Damage-Perk an. Hierbei. Und da kann ich euch wirklich die Empfehlung geben, Magazingröße, Nachlade oder den Damage mitzunehmen. Haltbarkeit und Rückstoßvermeidung sind jetzt hier nicht die Relevanz tatsächlich. Ist also ganz nett, könnt ihr mitnehmen. Wer Magazingröße haben will, kann das entsprechend mitnehmen. Nachladegeschwindigkeit ist natürlich auch jeden selbst überlassen, würde euch aber, wie gesagt, den Damage-Block empfehlen. Wie gesagt, Crit-Schaden würde ich euch empfehlen, drin zu lassen, auch hier unten. Man kann natürlich hier tatsächlich mit den Schaden gegen Nebenmonster und Bosse mitnehmen. Ihr werdet aber hauptsächlich auf füllige Höhlen schießen oder auch auf generell Höhlenhorden. Und Nebenmonster sind meistens nebenbei dabei. Die haben aber jetzt nicht so die Relevanz für euch, sondern wirklich nur diese Horde, die auf euch zuläuft. Meistens vielleicht meine Heilerin, die ein bisschen schwer zu knacken ist, aber auch diese ist machbar. Damage könnte man mitnehmen tatsächlich. Würde man natürlich mehr Schaden reinmachen. Aber ja, dann könnte man natürlich normale Höhlen schneller killen. Kann man natürlich mitnehmen. Ich habe mich für den Crit-Schaden empfohlen, entschieden. Ihr könnt selber entscheiden, was ihr entsprechend mitnehmen wollt. Der letzte Perk, der letzte Kernvorteil, bevor wir gleich ins Gameplay gehen, können wir uns kurz anschauen. Der ist tatsächlich sehr empfehlenswert. Ich würde euch auch noch den anderen empfehlen. Und zwar hier, jeder abgefeuerte Schuss erhöht den Schaden eine Sekunde lang um 1,8%, kann bis zu 15 Mal gestapelt werden. Diesen Effekt würde ich auch nochmal empfehlen. Hier zum Beispiel erhöht die Schussrate, ist jetzt nichts. So die Relevanz und verursacht Leitschaden eigentlich auch nicht. Also diese Perks sind eigentlich wie die Waffe nicht so relevant oder interessant. Mein Perk, den ich ja jetzt dabei habe, jeder abgefeuerte Schuss erhöht die kritische Trefferwertung eine Sekunde lang um 1,8. Ich weiß jetzt nicht, ob das Prozent oder Einheiten sind. Ich hoffe, das sind Einheiten, weil dann ist es schon unfair, diese Waffe entsprechend mit diesem Perk zu spielen. Aber das nur so am Rande. Wann ich die OG-Waffen vorstelle, weiß ich noch nicht. Aber ja. Wir werden uns jetzt entsprechend zwei dieser Waffen herstellen. Wir werden einmal die legendäre Variante und einmal diese hier herstellen. Und dann einfach mal schauen, wie sie sich verhält. Ich würde sagen, wir sehen uns einfach gleich wieder in der Runde, wenn ich diese Waffen entsprechend auch hergestellt habe. Also bis gleich. So, damit sind wir jetzt in der wunderschönen Mission drin. Ich werde euch jetzt erstmal kurz zeigen, warum Rückstoßvermeidung für diese Waffe eigentlich Schwachsinn ist. Wenn wir uns das einfach mal an unserer wunderschönen Wand anschauen können. Könnt ihr sehen, diese Waffe hält sich, nachdem ihr geschossen habt, kurz nach oben. Also ihr habt einen kleinen Rückstoß drin, aber dann bleibt ihr auf einem Fleck. Was wie gesagt ganz nett ist, das zählt übrigens auch aus der Hüfte. Das könnt ihr sehen, das Fahnenkreuz wird nicht größer. Was wie gesagt ganz nett ist bei dem Ding, das Ding ist also ein halbes Sturmgewehr, was eine verdammt große, krasse Prezi hat. Und daher, wie gesagt, Rückstoßvermeidung ist hier nicht die Relevanz. Ja, wir werden das jetzt, wie gesagt, auch hier nochmal kurz sehen.
auch bei Rückschussvermeidung, was ich jetzt hier drauf habe. Ja, jetzt wird das hier höher natürlich. Aber ihr merkt, der Rückstoß, der geht einfach nicht weg. Und mit ja, kontrollierten Feuerstößen könnt ihr halt entsprechend was machen. Also, ja, müssen wir nicht darüber sprechen, dass Rückstoßvermeidung vielleicht nicht so die Relevanz ist. Ja, schauen wir uns jetzt dementsprechend mal die Hüllen an, wie die Waffe sich entsprechend mit den Hüllen anlegt. Wir haben hier natürlich die physische Version, kein Damage Perk am Start. Und ja, man sieht schon, wir haben relativ krasse Probleme mit unserem Magazin. Das sollten wir also, ja, am besten entweder mit Magazingröße oder Nachladegeschwindigkeit kontern. Ich kam nie tatsächlich so in den Geschmack dieser Waffe tatsächlich mit dem Problem mit der Magazin, denn ich spiele normalerweise immer Lightshow Spitfire oder Agent des Chaos, wie ihr es jetzt auch gerade sehen konntet. Was mich jetzt relativ uninteressant, für mich gestaltet hat. Ja, dass ich das halt dementsprechend nicht benötige. Ja, ansonsten könnt ihr hier ganz gut sehen, die Waffe kann schon gut die Gegner wegholen. Beim Lager vielleicht jetzt nicht, weil da halt der Kollege am Start ist, der jetzt hier unseren Schild immer gibt. Aber hier können wir es ganz gut sehen. Es funktioniert hier ganz gut. Kurze Feuerstöße geben, gut auf den Kopf gehen. Und dann funktioniert das hier auch mit der Waffe. Lightschaden, ja, könnte man mitnehmen. Aber wir können das auch hier sehen. Physische Hüllen haben natürlich auch physisch keine Chance. Ansonsten ist die Waffe doch gut zu gebrauchen tatsächlich. Man muss natürlich an dem Element schauen, was man dort machen kann. Wir können uns auch einfach mal die Feuervariante anschauen, wo wir auch einen Damage Block dabei haben. Ja, da ist die Hülle weg. Wolf, geh bitte weg. Danke. Das heißt, der Damage Block, den sollte man tatsächlich mitnehmen. Wer gesagt auf Magazingröße gehen möchte, kann das natürlich dementsprechend auch tun. Da ist der Vogel weg. Der despawnt einfach so. Hat sich einfach spontan dazu entschieden zu despawnen. Ja, Wolf, du gehst mal weg. Und wir suchen uns vielleicht noch eine füllige Hülle, besser gesagt einen Smasher. Vielleicht finden wir einen oder halt ein Nebelmonster und schauen uns einfach mal an, wie er auf uns reagiert. Mann, da ist ja gleich ein Schweber. Schauen wir uns das doch einfach mal an, wie der Schweber so drauf reagiert, wie wir auf ihn schießen. Wir haben natürlich das große Problem, dass die Schweber natürlich Rain AFK sind, wie die meisten RDW-Spieler, und meistens gar keine Ahnung haben, wie sie laufen sollen. Dennoch konnten wir ihn recht gut mit einem Magazin holen. Und auch hier, wie gesagt, Schaden sollte wirklich mitgenommen werden. Ich habe zwar gesagt, man braucht das nicht unbedingt, aber ich würde euch doch den Schadensperk empfehlen. Ja, wir haben ja auch einen gewissen Einschlag. Ob man den jetzt mitnehmen sollte, ist jetzt die nächste Frage. Ja, ich glaube, das wäre es auch soweit mit dem Video tatsächlich. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr von der Waffe haltet. Und ja, damit verabschiede ich mich. Ich sammle noch ein bisschen mein Loot ein. Und wir sehen uns im nächsten Video, was auch immer ich mache. Bis dahin und ciao.